Spieltag 21 Deutsche Eishockeyliga. In der Lanxess Arena gibt es ein Spitzenspiel. Uwe Krupp und seine Haie treffen auf die Straubing Tigers mit Tom Pokel. Und die haben einen Rückkehrer mitgebracht, Marcel Brandt. Nach 10 Spielen Verletzungspause ist er, der Verteidiger, wieder an Bord. Und Straubing startet gleich mal richtig gut in dieses Auswärtsspiel. Hat die erste Gelegenheit. Connolly nach diesem Zuspiel. Ah, macht er das richtig gut. Prüft Tobi Anschitschka. Aber das 1-0, das will nicht fallen. Zumindest nicht in diesem Augenblick. Ein paar Minuten später, in der 11. Minute, da fällt Mettinen. Es ist sein 6. Powerplay-Treffer. Scott mit der Idee. Brown mit dem perfekten Zuspiel und dann Mettinen. Es war das 2. Powerplay im Spiel. Köln nahm einfach zu viele Strafminuten im ersten Drittel. Hatte dann aber auch die Möglichkeit, bei eigenem Powerplay auszugleichen. Kamera, Louis-Marc Aubry, perfekt am Pfosten, trifft die Scheibe nicht. Es bleibt beim 1-0. Dann sitzt Grenier wegen Haltens draußen. Die 16. Minute und dann ist die Scheibe wieder drin. 2-0 für die Straubing Tigers. 2 Powerplay-Tore des Teams von Tom Pokel. Diesmal Tyler Sheehy nach genialer Vorarbeit. Hier sehen wir ihn auftauchen von Mike Connolly. Besser kann man das nicht spielen. Uwe Krupp, ein bisschen genervt nach diesen ersten 20 Minuten. Seine Mannschaft steigert sich dann, ist in den ersten Minuten das bessere Team, hat diese Dreifachchance vor dem Kasten des überragenden Hunter Miska. Proft, nachdem Bale die Scheibe reingebracht hat, es lief top. Dann die 36. und plötzlich jubeln 16.700 in der Lanxess Arena. Storm mit der Vorarbeit, Miska ist dran am ersten, aber wohlgemut, nicht gedeckt. Macht den Anschlusstreffer, 1-2. Die Haie sind angekommen in dieser Partie, dachten alle. Dann Kamera, Scheibenverlust, Connolly auf dem Weg, kommt der Chance. Und was für ein Save im ersten Moment von Tobi Anschitschka. Aber der Nachschuss, der ist drin. Nochmal im Detail geschaut. Da sehen wir Connolly, Scheibe frei. Joshua Samanski, nicht gut genug gedeckt, kriegt die zweite Scheibe. Und das ist Aufgabe der Defensive. Kurz vor Schluss hat Straubing dann noch mal die Möglichkeit. Marcel Müller völlig frei vor dem Tor von Anschitschka, trifft aber nur den Pfosten. Es hätte die Entscheidung sein können, notiert sich auch Tom Pokel. Der weiß, dass Köln im Schlussabschnitt die meisten Tore in der Liga bislang geschossen hat. Und die sind dann auch noch im Powerplay unterwegs mit McLeod, Balen und Aubry vom Tor. Der erneute Anschlusstreffer für die Kölner Haie. Balen abgefälscht, Aubry, keine Chance für Hunter Miska. Es ist die 42. Minute gewesen und Köln macht weiter Druck, versucht alles, hat nochmal Powerplay. Schütz mit der Chance und dem Nachsetzen. Storm. Aber irgendwie will diese Scheibe den Weg ins Tor nicht finden. Uwe Krupp riskiert am Ende alles. Und Köln hat noch mal eine Gelegenheit. Grenier völlig frei vor dem Tor von Hunter Miska. Er macht's nicht. Und das ist dann am Ende der Erfolg. Straubing gewinnt 3-2 in Köln. Nee, halt wie gesagt, war kein schlechtes Spiel, aber halt wieder zu spät angefangen. Erste Drittel haben wir unser System nicht gespielt und da haben die von Straubing halt viel mehr Chance bekommen als wir. Und dann zweite Drittel war es halt wieder okay, aber da haben wir das erste Drittel nicht so, halt das Spiel schon ein bisschen weggeschmissen. Wenig zugelassen hinten, ich meine, in manchen Situationen, na klar, es ist schwierig hier in Köln zu spielen. Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, offensiv vor allem. Und ja, ich denke, wir haben mal ein solides Auswärtsspiel gemacht. Und das sorgt dafür, dass Straubing gleichzieht in der Tabelle mit Berlin und Bremerhaven. 42 Punkte haben die Tigers jetzt auf dem Konto. Und die Haie, die dürfen sich nach diesem Hockeyabend nicht zu sehr grämen. Ein schlechtes Spiel
war dieses Match gegen starke Straubing Tigers nicht. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.